Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Oxygen Not Included. Bed Beyond Reach. What? What? Serendipity. Wieso kann Serendipity nicht? Out of Reach. Oh, ja, ich sehe es. Ja, natürlich. Wegen dem Sand, der hier durchgebrochen ist. Oh Gott, müssen wir gleich richtig aufräumen. Da kommt der Sand von oben runter. Das ist ja doof. Wir sweepen mal hier. Strom haben wir eigentlich mehr als genug. Wieso ist denn hier drüben noch so shitty? Unbreathable. Irgendwas hat hier rum. Achso, es wird wahrscheinlich hier durchsickern, ne? Moment mal, wie weit sind wir denn mit der Forschung? Ah, okay, 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 okay. Ich sehe gerade. Wir erforschen mal Licht. Wir erforschen mal Licht. Was ist denn das? No liquid intake. Okay, also wir müssen das Wasser wirklich absaugen. Haben wir denn schon Flüssigkeiten saugen? Liquid pumping, ja, haben wir gelernt. Okay. Liquid pumping. Oxygen plumping. Eine Liquid Pump. Liquid Pipe Bridge. Was ein Lavatory. Greatly reduce stress and disease. Okay. Okay, eine Pumpe. Warte mal, vielleicht können wir die ja unten hinbauen. Da müsste ich aber Wasser. Welches Wasser vorkommt, ist eigentlich Schnuppe, ne? Dann machen wir das hier vielleicht rein. Okay, wir machen mal eine Liquid Pump. Muss die hier drin stehen? Oder geht die hier oben hin und dann machen wir ein... ich habe keine Ahnung, wo muss die hin? Steht das vielleicht? Draws Liquid runs into the... Draws in Liquid and runs in through the connected liquid pipe. Ja, es muss wirklich anscheinend hier rein. Gut, dann setzen wir die hier rein. Da geht sie nicht hin. Da. So, geht das so? Bin jetzt sehr gespannt. Das ist noch mit 9, okay. Wo war denn das mit der Drucktür? Das ist doch hier, ne? Das wird das nächste, was wir erforschen. Vielleicht sollten wir das zuerst machen, oder? 20? Wir machen das doch hier. Wir schalten das mal um. Die Forschung. Okay. So, und dann brauchen wir noch Liquid Pipe. Hier rüber, darüber. Geht das so? Ist das da ran? Okay, wir probieren es mal. So. Schauen wir mal. Ah, Serendipity kann wieder schlafen. Sehr gut. Und ich würde dann auf jeden Fall eine Drucktür machen. Also ich würde hier zumachen. Und schauen, dass das hier... Dass wir diesen Bereich, den Schlafbereich, sauber kriegen. Guck mal hier. Jack, sein Pups wird direkt abgesaugt. Und gereinigt. Das ist sehr gut. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Aber vielleicht können wir ja Priorität drauf geben. Zack, zack, zack. So. Und da. Zack. Und zack, zack. So. Gucken, ob sie dann... Okay. Mal gucken, wann sie das bauen.
Da ist anscheinend schon ein. Empty Pipe, ja, das ist gut, das müsste ja dann gleich passieren. Okay, jetzt nur noch die Pumpe. Braucht die Strom? Okay. Können wir die Pumpe bauen, bitte? Es hat schon Prio 9. Oh. Hallo. Wasserpumpen, bitte. Jetzt. Jawohl. Jetzt wird gebaut. Minja ist der alte Konstrukteur. Okay. Ich brauche Strom. Warte mal, wie können wir das denn machen? Power? Können jetzt unter Wasser Strom setzen? Na, das gibt ja einen Spaß. Oh. Ach, da oben hin. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Machen die das unter Wasser? Ich hoffe. Na gut, muss ja irgendwie gehen, ne? Priorität maximal. Hätte ich direkt angeben. Priorität 9. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Der reinigt doch langsam, oder? Oh, bis hierhin sieht es gut aus. Hier hinten ist irgendwie shitty. Und das an dem Rad, wo Serendipity gerade am Strampeln ist. Okay. Insufficient Resources. Algar. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Oh, sie pumpt. Was? Liquid went obstructed. Was heißt das? Der Filter voll oder. Gute Frage. Okay, Wasser kann man umwandeln. Slime, Dünger, Kompost haben wir schon. Was können wir hier noch Neues? Medizin. Aber das sollte man machen, wenn jemand krank wird. Da kommt niemand Neues. Ja, ich sehe es. Medizinbetten. Ja, ich weiß, du kommst gleich dazu. Medizinische Versorgung. Wieso geht es da nicht? Warte mal. 2. 2, 2, doch, passt. Können wir da hinsetzen. Liquid went obstructed. Verstehe ich nicht. Liquid went. Ein Output Point für Liquid. Muss das hier dahin oder was? Dahin oder was? Was ist denn das? Ein Ventil oder wie? So, ist dann zu hoch oder wie? Kann ich das da hinbauen? Probier's mal. Das wird doch gar nichts bringen, oder? Auf jeden Fall wird anscheinend Sauerstoff produziert. Liquid Vent habe ich.
Ah, Druckmanagement. Ah, alles klar. Habe ich nicht erforscht. Na super. Das ist ein Ausgang. Gut, dann cancel. Da können wir praktisch Wasser umpumpen. Wahrscheinlich in ein Becken, oder? Kann das sein? Gehe ich mal fest davon aus. Wie sieht es eigentlich aus mit der Forschung? Hier fehlen noch 3. Und dann haben wir zum Beispiel Drucktüren. Das ist gut. Okay, Bob forscht sehr schnell, das ist gut. Achso, neuer Bewohner. Wir bauen aber erstmal ein Bett, bevor der neue Bewohner einzieht. Wir gehen auf Interieur, auf Furniture und setzen noch ein Bett. Und wir setzen direkt noch ein Bett. So, und dann können wir auch verdrecktes Wasser, nämlich das hier, kontaminiertes Wasser, nämlich filtern lassen. Das ist gut. Die Frage ist... Oh, wir brauchen Algen. Ach du Schande. Wo kriegen wir Algen her? Das habe ich gar nicht gesehen. Dirt. Haben wir noch irgendwo Algen? Dirt. Muss ja irgendwo Richtung Wasser sein, ne? Fertilizer. Da sind noch welche. Wo kommen wir denn da hin? Mal sonst noch irgendwo Algen. Ja gut, wir könnten... wir können probieren, ob wir den Slime irgendwie abbauen, aber das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn ich jetzt hier aufmache. Hier sind so vereinzelte Ressourcen. Mal, wir können ja... Genau, hier ist doch noch Wasser vorkommen, dann gehen wir hier runter. Genau, das machen wir so. Also, wir machen hier, das machen wir Deconstruct. Und dann macht man eine Leiter. So. Genau. Zack. Vielleicht sollte ich noch einen Wasser-Sauerstoffverteiler hier unten reinmachen. Dann müsste ich aber noch Wasser rüberpumpen. Ja, die kriegen nämlich keinen Sauerstoff. Hier vorne wird es nämlich langsam eng. Das machen wir jetzt. Oxygen. Eine Elektrolysemaschine hier. Water Plumping. Und Strom. So, schauen wir mal. Super, habe ich die Priorität mal ein bisschen höher setzen sollen. Naja, gut. Weißt du was, ich setze jetzt die Priorität hoch. 9. So, Research completed. So, warte mal. Jetzt haben wir doch die Drucktüren, oder? Ja. So, gehen wir hier mal drauf, damit er da weiter forscht. Wo kommen diese einzelnen kleinen Fetzen her? Was ist das? Hydrogen. Wie kommt denn Hydrogen in meine Bude? Moment, das ist... Treasure, genau. Und das ist manuell und das ist automatisch. Machen wir automatisch, komm. Setzen wir hier rein. Zack. Und dann können wir direkt Strom ran machen. Power. Zack.
Wir brauchen Sauerstoff. Na, die werden ja langsam bauen. Sehr gut. Schaffen wir das noch? Den neuen Bewohner hole ich erst, obwohl, komm, komm. Wir haben eine Arbeitskraft. Wir haben eine Arbeitskraft, die holen wir jetzt dazu. Biohazard, Small Bladder. Muss also oft auf Toilette, das ist nicht so schlimm. Unkultiviert. The Mouse Breather. Okay, er atmet mehr. Ich nehme ihn hier. Haben wir eigentlich schon einen Wodan? Haben wir schon einen Wodan? Ja, haben wir schon. Eine Bob, Wodan, Jack. So. Dann wird das hier. Hallo? Moment. Warte mal, komm, wir können den Randomize. Ach, der Duplicate Name. Wieso kann ich den nicht. Wieso kann ich den nicht umbenennen? Ah, jetzt. Ares. Ares sieht ein. Sehr gut. Print. Ares wird gedruckt. Sehr schön. Ja, Sauerstoff kommt gleich. Oh Gott, die ersticken mir alle. Nein, ich will nicht ersticken. Bitte, 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 bitte. Ah, jetzt erstmal alle schlafen. Gut, fast forward. Das sieht nicht gut aus, oder? Na doch, geht noch. Es sah nur so. Die Luft ist so verdreckt. Wir müssen unbedingt abschließen hier. Wir machen auch hier hinten zu. Shit. Kein Bock, dass die da. So, ja. Und? Moment mal. Wieso kommt hier denn kein Wasser an? Doch, ah, jetzt. Ach Gott, ich habe schon gedacht. Jetzt kommt. Wunderbar. Was haben wir denn noch, um die Luft zu filtern? Der macht neue Luft und der deodorisiert. Den setze ich jetzt mal hinten rein. Und hier setze ich auch noch einen rein. Wie kann ich denn... Habe ich schon was gelernt, um was Luft abzusaugen? Gaspiping. Thermoregulator, Hydrofan. Ist aber alles Hitze, ne? Transport gas between intakes. An output point for gas pipes. Wie kann ich denn
Wie kann ich denn Gas oder sowas trennen? Block the flow liquid. Okay, das ist praktisch. Gas pump. Verstehe ich nicht. Ah, jetzt ist das Ding hier oben übrigens zu. Was meint denn hiermit? Liegt hier was oder was? Sweep. Was vielleicht das? Was meint er denn hiermit? Liquid went obstructed. Weil hier ist doch auch, aber dem Liquid went geht doch auch alles klar. Also es kann hier mir ja nichts fehlen, meines Erachtens. Ich verstehe das nicht. Advanced Filtration hier. Filters Carbon Dioxide. Ah, das müssen wir machen. Wo sind wir gerade am Forschen? Nirgendwo. Wir nehmen das. Sehr gut. Ah, sehr gut. Puh. Gut. Wir müssen die Luft filtern. Weil die wird hier schon überall so lila. Das ist überhaupt nicht gut. Gut, dann hoffen wir, dass das hinhaut. Jetzt werden wir hier erstmal Priorität drauf geben mit Stufe 9. So, dann müssten die nämlich da wieder in Algen kommen. Dann können wir den kompletten Bereich hier oben ausbauen eigentlich. Hier drunter sind noch Algen, dann gehen wir noch tiefer. Und ich würde gerne mal hier was von diesem Slime abbauen. Ah, so lang pumpt die Pumpe aber auch nicht mehr. Vielleicht kann man die ja verbinden. Gucken, Essen wird produziert. Sieht denn aus mit Sauerstoff? Geht so, ne? Es ist also wirklich geil ist es nicht. Die Frage ist, was ich mir gerade überlege, wie kann ich diese Zwischengänge hier filtern, dass nicht die ganzen Gase irgendwie hochsteigen oder sowas. Kann man das nicht irgendwie separieren? Warte mal, wir gehen mal auf Stufe 1. Ich habe die Zeit schon wieder vergessen. Folge länger als erwartet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.